So, es ist Donnerstag, 22 Uhr, kurz vor Handelsschluss in Amerika. Während der EZB-Sitzung bzw. Presseergebnis-Verkündung gab es ein bisschen Volatilität, aber nicht die ganz große. So hat der DAX weiterhin nicht ganz das untere Gap hier schließen können, sondern wenn man jetzt hier auf Stundenbasis geht, ja, eine kleine Achterbahnfahrt, mal hoch, mal runter, dann wieder hoch. Und nun darf es, solange es hier kein neues Tief gibt, der DAX auch steigen. Allerdings weiterhin, ja, muss man kurzfristig nicht unbedingt noch engagiert sein. Man kann auch auf einer Seitlinie und dann eben zum Beispiel auf eine Buyer oder sowas setzen, ja, auf einzelne Aktien. Im Gold gab es auch nicht sowieso keinen Ausbruch nach oben über die 1119 Marke und 1950. Und nach unten auch nicht. Bislang hier keilt sich das hier ein. Kein neues Tief heute, kein neues Tagestief, kein neues Tageshoch. Und ja, darf hier jetzt dann ruhig eben fallen. Wie gesagt, das Setup wurde eher ausgesetzt. Hier gab es nichts Besonderes zu. Oder gibt es nichts Besonderes zu erzählen. Pfund gegenüber kanadischen Dollar ist hier dann eben Rebound-Bewegung eingesetzt. Hier gab es heute ja ein bisschen größere Rücksetzer, wenn man das hier zwischendrin nennen kann. Allerdings wurde ja man hier ausgestoppt im Pfund gegen neuseeländischer Dollar. Da gab es eben einen Rebound an das Level hin, dann wieder einen Abverkauf. Und ja, aktuell bleibt sozusagen der Stopp hier noch erhalten, war ja genau auf dieser Marke. Und hier könnte es jetzt eben bis in der zweiten Korrekturbewegung bis zur Rainbow-Oberkante der Kurs laufen. Kommen wir jetzt zu den anderen Setups. Das ganz frische ist hier die Bayer AG. Kurz vor, oder ja, kurz nach 16 Uhr hier. Sah es wirklich nach einem Ausbruch eben aus über der horizontalen. Wenn man jetzt hier auch noch den Kurs hier wegdenkt, ist aus dem Dreieck nach oben ausgebrochen, so ähnlich eben wie auf Tagesbasis, sage ich jetzt mal echt hier eine Twitter. Hat der hier dann bei der Bayer, gab es ja auch mehrere Abwärtsgaps. Also es darf jetzt hier ruhig mal ansteigen. Eben, ja, apropos eben Twitter, da gab es hier einen Rücklauf und eine Konterkerze, sieht weiterhin dann gut aus. So, Bayer, die Biotest, ja, kam einfach nicht drüber hinweg. Kann man jetzt hier auch versuchen, wieder plus minus null rauskommen oder wie gesagt, den Stopp weiter höher setzen und auch direkt aktiv schalten. Die Chinco Solar Aktie. Nur noch mal ganz kurz zu erwähnen: Hier war ich wirklich ultra bullisch. Dann kam hier die ja, nicht schöne Kerze. Jetzt läuft es halt hier runter. Theoretisch darf es schon nicht mehr unter dieses Tief fallen. Dann sieht es nicht mehr so rosig aus. Allerdings bleibt es. Dennoch das Setup noch erhalten. Hier das neue US-Dollar, japanische Yen. Gab es hier zwei unterschiedliche. Einmal eine Kauf-, einmal eher eine Sell-Marke. Natürlich ist hier jetzt kein Stopp angegeben, aber der Stopp richtet sich entweder an dem Hoch dann oder hier dann an dieser Daily-Unterstützungslinie. Bislang bleibt es hier genau da dazwischen. Das andere neue Setup ist hier auch an den beiden Marken sozusagen abgeprallt. Die Abwärtstrendlinie nicht und nach unten
ist für mich das ja eher uninteressant, aber man kann hier auch, sage ich mal, mit einer Stop-Sell-Marke dann arbeiten. Denn es könnte hier dann schon Druck nach unten kommen. Palladium ist auch noch nicht ausgeführt worden. Wie gesagt, hier gibt es auch kein unteres Setup, kein Sell. Gab es einfach keine Beiträgermarke, die ja eben auch auf Tagesbasis nur gültig war. Ausdrücklich so geschrieben. Ist nicht erfüllt worden. Das waren jetzt hier die neuen Setup. Eine Trillisch liegt bei plus minus 0. So, ich denke nicht, dass ich eins vergessen habe. Gold habe ich ja dann niedergelegt und hier ja, ist eben in der ehemaligen Unterstützungszone wieder gedreht. Wieder hier die fast exakt an der Unterkante kein Schlusskurs zustande gekommen. Ja, und wie gesagt, hier darf es ruhig dann bis hier hochgehen, bis zu diesem Pfeil knapp darunter, weil die Oberkante natürlich fällt. Das war's, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann morgen wieder.